on the dance floor and just move around, you know, y'all. Hit me from the track. Move with my no stop, cause the tick tock. So you tick tock, you don't stop. I got a brand new beat for the rugged style. Hey, get up, make your body move. Yeah, nice to be, that's all we are. Shake your body, make you move all night long. Don't try to be cool, do what you want. Yeah, put your head together, let that nigga go down. Make you dance and jump and scream and shout. Cause I'm back in the city, saying, can't understand. Damn, yeah, you know what I'm saying. That's nice to be, no stop. Oh, and then we go like this.
Unterschied von 30 auf 27 im Norden, von 41 auf 28. I don't like Reggae und die French Connection. Und gleich kommt auf 29 der höchste Neuzugang in dieser Woche. Aber vorher um 20.34 Uhr im Rahmen der RSH Single Nordparade. Das Volksparkstadion live. Hat der HSV endlich ein Türchen geschossen, Frank? Nein, ganz noch nicht. Ein leichter Abendspaziergang wird es aber heute sicherlich nicht für den HSV werden, denn die Duisburger sind auch überraschend stark. In der Abwehr wird Ivanauskas von Thorsten Wohlert, ein Spieler so der Marke Schwiegermutterliebling und trotzdem eisenhart, gedeckt, kann sich da kaum entfalten. Und wenn man sich ansieht, wie die Spiele in den letzten Wochen gelaufen sind, dann war da auch immer noch Carsten Behrón, der ihm den Rücken ein bisschen frei hält. Der ist heute verletzt. Sassen ist dafür mit im Spiel und er hat natürlich Ivanauskas einen zweiten Bewacher und dann ist das Ganze schon etwas schwieriger. Auf der anderen Seite die Duisburger immer schnell mit nach vorn. Konterfußball, so wie von Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren bekannt. Kein Wunder. Ewald Lien hat die Jungen gut im Griff, hat ihnen beigebracht, sich schnell zu lösen und den HSV auch gut unter Druck zu setzen. Noch stets 0:0. Wir hoffen aber weiter. Hot Shots.
mind. I let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked on music on the run. If you want to be high, take your score and give me more. Unser Staumelder informiert über stockenden Verkehr auf der A7 Hannover-Hamburg Richtung Flensburg zwischen Fleestedt und Elbtunnel 16 Kilometer. Die Mittelröhre ist gesperrt. Je Richtung stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Dadurch auch stockender Verkehr auf der A261 Eckverbindung A1, A7 zwischen Marmsdorf, Lürade und dem Dreieck Südwest auf 2 Kilometern Länge. Temperaturen fürs Sendegebiet für 21 Uhr, List 12, Husum 10, Flensburg 10, Kiel 11, Neumünster 11, Lübeck 12, Schwerin 12 und Hamburg 11 Grad. Hi, hier ist Thorsten Savade. Your hand in mine.
Shooter. Die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug, alle halten mich für klug, hoffentlich merkt keiner den Betrug, denn das ist alles nur geklaut. Davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Radio Schleswig-Holstein. 18. Sometimes I get to thinking while you are far away. Just how much I miss you and how time it trips away. So sad when we are fighting, too much tension, too much pain. Sometimes we need reminding before it gets too late. One night, one night, one night in heaven.
Gleich 9:09. Hier ist die Single Nordparade bei RSH. Sonnabends zwischen 20 und 22 Uhr. One Night in Heaven war das. Von 22 auf 19 mit M People. Auf 21, 17 rauf in der zweiten Woche für die Prinzen. Alles nur geklaut. Und auf 22, 18 rauf für Go West und die Pet Shop Boys. Tja, Eintracht Frankfurt hat gegen Dynamo Dresden rein, Dresden raus, das jetzt sogar das 2:1 gemacht. Das sieht also so aus, als würde Frankfurt ganz sicherer Tabellenführer bleiben, während der HSV Schwierigkeiten hat mit dem MSV Duisburg. Stimmt's, Frank? Ja, das ist richtig. Sieht man sich hier mal um, so sieht es aus wie ein Buntrock im Sommerwind. Wenn ich hier die Zuschauer so sehe, sie bewegen sich unter ihren bunten Regenschirm und sind eigentlich guter Dinge, denn der HSV versucht hier einiges. Aber man muss sagen, aus der Pause sind die Duisburger besser rausgekommen, spielen offensiv und die Hamburger Abwehr hat alle Hände voll zu tun. Auch Richard Golz kann sich freuen. Er hat seinen dritten Ball gefangen bisher im Spiel. Ist ja auch schon was. Der HSV muss aufpassen. Wenn Ivanauskas und von Heesen da vorne nicht mal mehr machen, die Abwehr ein bisschen mehr durcheinander bringen, dann ist natürlich auch Raum für die Duisburger Abwehrspieler, um mit nach vorne zu gehen. Und das kann Benno Müllmann natürlich überhaupt nicht gefallen. Keiner der beiden Trainer hat ausgewechselt und da muss man sich wirklich überlegen, ob man das nicht doch in der 60., 65. Minute doch tun sollte, denn in der Offensive kommt beim HSV im Moment zu wenig. Mal sehen, wie es weitergeht. 53 Minuten sind gespielt, HSV. Jetzt zur Bundesliga. Wenn da eine Mannschaft nach Hamburg kommt, die Vierter in der Tabelle ist und die schon beim Dritten in Bremen 5:1 gewonnen hat, erwartet man eigentlich in Hamburg ein absolutes Feuerwerk. Aber danach sieht es nicht ganz aus. Stimmt's, Frank? Nee, vielleicht ist es dafür auch gut. Aus Hamburger Sicht ist sicherlich
dass die Hamburger langsam aufdrehen und sie hatten Chancen. In der 57. Minute, Alberts startete einen gelangen. HSV hat jetzt aber wieder eine Chance. Letschkow am Strafraum, Doppelpass mit Alberts, dabei geht aber wieder zurück. Also 57. Minute, Alberts startete einen 30 Meter Alleingang Richtung Duisburger Tor. Originell gemacht, denn er hier hob den Ball gleich über zwei Abwehrspieler hinweg. Ein Schuss aus 12, 14 Metern. Torwart Rollmann war aber noch zur Stelle. Vier Minuten später, Letschkow durchwirbelte die Duisburger Abwehr. Ein schneller Pass auf von Hesen. Kurze Drehung, Schuss aufs Tor. Doch hier war Jürgen Rollmann wieder zur Stelle. Also es wackelt ein bisschen da das Tor der Duisburger. Wir hoffen, dass dann bald auch mal was passiert. 61 Minuten haben wir gespielt, noch steht's aber 0:0. Faces everywhere. Nordparade wird ermittelt von den Schallplattenhändlern des Nordens. 9. Mountains of fame, to the river so deep.
walk anymore. Oh, but that's take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the jungle of doubt to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. Ooh.
20.34 Uhr ist die Single Nordparade bei RSH mit Thorsten Savard. Die Platzierungen stehen heute ein wenig hinten an. Ich wiederhole nachher nochmal die Top 10 und einige wichtige Sachen. Aber zunächst wollte ich einen erzählen, dass jetzt wieder mal Kaktuszeit ist. Der stachelige Thomas Bug sitzt nebenan und wartet unter 0431 50 51 auf eure Ärgernisse. Also jetzt anrufen für Tabasco und Kaktus 0431 50 51. Und Ärgernisse gibt's auch aus dem Volksparkstadion. Hier ist Frank. Ja, denn vor 6 Minuten hat es hier geklingelt. Leider nicht für den HSV. Die Duisburger waren im Angriff, jetzt ist aber der Hamburgs Foul, der Letschkopf zieht ab und der Ball geht etwa 20, 30 Zentimeter am Tor vorbei. Aber eben zum Tor der Duisburger, Uwe Weidmann nahm mit einem Kopfballmaß, traf den Pfosten, von da aus sprang er ins Tor. Richard Golz hatte da keine Chance und jetzt muss der HSV natürlich kommen, sie werden offensiver. Möllmann hat eben auch nochmal ausgewechselt, Andreas Sassen, der Baron-Ersatz ist draußen, Michael Spieß ist drin und der hatte eine Minute nach seiner Einwechslung auch die Chance, zog aus 10 Metern ab. Doch ein Abwehrbein der Duisburger warf sich noch dazwischen. Das wurde nichts. Hier sind also noch 12 Minuten zu spielen. HSV MSV Duisburg 0:1. Und der Abstand zur Spitze dürfte größer werden, denn Frankfurt hat durch wen? Durch Ex-HSVer Furtalk das 3:2 gegen Dresden gewonnen. Let's stop it for a sec. Okay, let's do it. Get it.
Ganzen Augenblickchen Zeit. 17 Minuten für 9, vor 9 für die Single. Ich bin durcheinander. Gleich werden wir auch erfahren, warum. Single Nordparade, die großen 10. Night in Motion von U96, 9 River of Dreams, Billy Joel, 5 rauf, 8 Loft und Summer Summer, 7 Happy Nation, Ace of Base, 6 DJ Bobo, Keep on Dancing, 5 Got to Get It, 4 rauf für Culture Beat und 4, 2 nach oben für den Runaway Train. Der HSV müht sich ab im Volksparkstadion, aber es wird wohl nichts, nicht wahr, Frank? Oh, es sieht sehr eng aus. Also hier zittern alle mit dem HSV und die Jungs, die stürmen auf das Duisburger Tor, laufen immer wieder an. Aber die Abwehr, die steht ganz gut da hinten, der Duisburger. Und dann kommen auch mal wieder Konter. Das ist gefährlich für den HSV, aber HSV wieder im Angriff. Flanke von Babbel in den Strafraum wird wieder rausgeschlagen. Der HSV tut hier wirklich, was er kann. Zweimal ausgewechselt. Spieß ist gekommen, Weich ist gekommen. Also nochmal richtig Offensive im Volksparkstadion. Wir müssen einfach ein bisschen die Daumen drücken. 3 Minuten sind noch zu spielen. HSV Duisburg 0:1.
Life is Danger. Ja gut, das Leben ist gefährlich. Das Leben für den HSV scheint heute auch zu gefährlich gewesen zu sein. Hier ist zum letzten Mal live aus dem Hamburger Volksparkstadion Frank Iben. Ja, die erste Niederlage in der Saison, die erste Heimniederlage ist passiert. Der HSV hat sie nicht aufhalten können durch das Tor aus der 71. Minute von Uwe Weidemann. Die 2-3 Torchancen hatten die Duisburger und eine davon haben sie genutzt. Der HSV stürmte von dort an gegen das Duisburger Tor an, aber er hatte einfach kein Glück, konnte sich nicht durchsetzen. Sicherlich auch ein Nachteil, dass Carsten Berron heute nicht da war, zuletzt ja immer für den HSV getroffen. Ivanauskas alleine konnte sich da vorne nicht durchsetzen. Die Abwehr der Hamburger stand gut. Naja, man muss auch mal eine Niederlage hinnehmen. Also der HSV verliert gegen Duisburg mit 0-1. Okay, und kurz vor Schluss steht es Karlsruhe gegen Schalke. Das ist schon das Endergebnis 0-0 und Frankfurt gegen Dynamo Dresden 3-2. Thorsten Savade sagt bis morgen 18 Uhr zur LP Nordparade. Tschüss und dann bin ich allen noch die großen vier schuldig. 4 Runaway Train in den Singles heute. 3 Live mit Hathaway, 2 ein Rauf für Living on My Own, Freddie Mercury. Und die 1 bleibt unverändert wie die ganzen Wochen vorher. WhatsApp mit den Four Non Blondes. Ich sag ciao. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
should. And I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for revolution. Into a crazy destination.